Kannst du nochmal anfangen? Ja. Geht's los? Ja, ich bin der Johannes Ernst von Steidl Architekten aus München. Ich bin der Chefarchitekt des gesamten Werksviertels und bin derzeit mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks auf Japan-Tournee und schaue hier gemeinsam mit dem Orchester nach Inspirationen für die Entwicklung des Werksviertels als Musikareal. Es ist einfach unglaublich beeindruckend, sieht man auf dem Bild auch, mit welcher Sorgfalt und mit welcher Klarheit und mit welcher Liebe im Grunde genommen die öffentlichen Einrichtungen hier behandelt werden. In der U-Bahn ist es wirklich fantastisch sauber und gleichzeitig eben hochkomplex. Und das ist so ein Thema, was wir hier immer wieder finden. Hat bei uns jetzt auch wieder einen bestimmten Zusammenhang, weil wir uns sehr viele Gedanken über das Thema der Erschließung im Werksviertel noch machen. Das ist eigentlich ein Bild aus Himeji und da habe ich diesen schönen Fußgängersteg gefunden, der wirklich wunderschön elegant hier den Weg vom Bahnhof zu dem Stadtteil hier macht. Die können das einfach gut hier, Dinge übereinander stapeln und in mehreren Schichten, also hier in Tokio die vierfach übereinander gestapelten Hochstraßen, die bei uns ein Grauen sind, nimmt man hier irgendwie doch mit einer gewissen Begeisterung wahr. Das hat man schon an vielen Stellen gesehen, aber dieses Ding, das war wirklich besonders verrückt. Wenn man sich da mal reinzoomt, dann ist es nämlich, unten denkt man, das ist so eine typische asiatische Gasse mit so kleinen Läden und Essen, wo du nicht mehr weißt, wo du hingehen sollst, weil es so toll ist. Wenn man sich dieses Ding mal aber richtig anschaut, dann sieht man hier, das ist eigentlich so eine regelrechte Maschine hier mit den ganzen Entlüftungen, die hier hochgehen. Dann gibt es hier irgendeine unerklärliche Konstruktionsträgerlage, die dahinter so einen Gang hat. Dann sieht man eigentlich, Mensch, hinter dem Gang da hinten sind ja nochmal Bars und Kneipen. Und da oben, was da dann wirklich stattfindet, das kann man sich vorstellen, aber möchte es vielleicht gar nicht genau wissen. Wirklich nahezu unwirtliche Strukturen und Gebäude können bei der richtigen Bearbeitung einen sagenhaften Ort formen. Genau, und das hier ist dann das genaue Gegenteil. Das ist der weltberühmte Zehnsteingarten, auch in Kyoto. Ein Stück Raum rauszuschneiden und in diesem Raum die totale Leere zu inszenieren, das ist wirklich begeisternd. Und das ist ja genau das, was wir hier auch machen wollen, also in unserem Werksviertel. Es soll sozusagen richtig lebendig werden außen herum. Von mir aus sogar eben ein bisschen schräg oder ein bisschen unkonventionell. Und dann gehst du da rein in den Saal und dann musst du einfach die totale Konzentration herrschen. Also beim Konzertsaal kommt es am Ende natürlich auf den Konzertsaal an. Also bei dieser ganzen Spektakelarchitektur, auch was sozusagen dort an wirklich Geld investiert wird, ist es sicher richtig investiert, wenn es eine Kraft hat. Ähnlich wie dieses Schloss, was ich gezeigt habe, was dann in einer modernen Form in der Elbphilharmonie da ist. Aber zentral ist wirklich die Akustik hier und zentral ist die Qualität des Saales. Weil im besten Fußballstadion, wenn immer nur zweite Liga gespielt wird, kommt niemand. Und so wird es auch hier sein, wenn der Saal wirklich nicht die akustische Top-Qualität hat, wird er nicht, kann er von außen noch so toll aussehen, werden die großen Orchester der Welt ihn meiden.